hat sie vor, hier zu bleiben? Das weiß ich noch nicht. Aber du weißt doch, was die Leute über sie sagen. Lass mich mit ihr reden. Bitte. Ich wünschte, wir hätten ein Zimmer für dich. Oder passende Kleidung. Wir können dir natürlich auch neue Sachen kaufen. Aber ich wüsste gern zuerst, wie lange du diesmal vorhast, hier zu bleiben. Für immer. Denn es wartet im Wunderland nichts mehr auf mich. Alice, es gibt da etwas, das du verstehen musst. Ich habe jetzt eine neue Familie. Und die wird dich lieben, so wie ich es tue. Aber Millie ist noch sehr jung und leicht zu beeindrucken. Wenn du wirklich hier bleiben willst, dann darfst du nie wieder das Wunderland erwähnen. Oder diesen Flaschengeist. Er hatte einen Namen. Cyrus. Alice, was auch immer passiert ist, wo auch immer du wirklich warst, du musst das unbedingt vergessen. Soll ich vergessen, dass es ihn gegeben hat? So wie du es mit Mutter getan hast. Und mit mir. Ich habe sehr viele Jahre unter den schmerzlichen Erinnerungen gelitten. Und dann ist mir klar geworden, dass das ein Ende haben muss, um wieder glücklich zu werden. Ich glaube nicht, dass ich je wieder glücklich sein kann. Ohne ihn bestimmt nicht. Doch, das wirst du. Wenn du in unserem Haus leben willst. Kannst du das? Kannst du versuchen, dich einzufügen, um in unserem Haus glücklich zu werden? Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Also versuche ich's. Und du vergisst das Wunderland. Und diesen Cyrus. Alice. Freust du dich, dass ich wieder da bin, Vater? Willst du mich wirklich hier haben? Aber natürlich will ich das, Alice. Ganz bestimmt. Cyrus muss hier lang gelaufen sein. Jaffars verdammte Wachen sind alle hinter ihm her. Gut, dann haben sie in Sicherheit 0, nichts. Das, mein kleines Dummerchen, ist genau das, was wir nicht wollen. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Ihr Tweedles versteht nichts. Einer dümmer als der andere. Aber Eure Majestät darf ihn nicht allein verfolgen und euer Gewand ist nicht angemessen für eine Königin. Was? Schreibt mir nicht vor, was ich darf oder nicht darf. Ständig werde ich von allen unterschätzt. Ich war nicht immer Königin. Ich weiß, wie man sich die Hände schmutzig macht. Aber sicher. Wenn es mir gelingt, diesen Flaschengeist zu fangen, dann habe ich ihn und seine Flasche, dann gehört alles mir. Dann habe ich das Spiel gewonnen und Jafar geht leer aus.